Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Shadow of the Tomb Raider, nach 6 Tagen mal wieder Shadow of Tomb Raider hier auf meinem Kanal. Ja, habe ich ein bisschen schleifen lassen, wo ich sagen muss, dass ja die Story und das generell das Franchise richtig gut gemacht und umgesetzt wurde bis jetzt. Und ja, es ärgert mich total, dass ich in letzter Zeit mehr so, nicht so viel zocken konnte und ja, meinen Kanal halt weiter fortsetzen konnte und natürlich auch, ja, meine neuen Spiele zu spielen, wofür ich extra Geld ausgegeben habe, nur um euch die Spiele vorzustellen, zu zeigen und euch natürlich auch weiterzuhelfen, falls ihr selber mal nicht Bescheid wisst. So. Und ja, natürlich ärgert mich das schon so ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich werde jetzt versuchen, mit Assassin's Creed Odyssey und natürlich mit Shadow of Tomb Raider weiterhin zu spielen und wieder auch normal hochzuladen, wie sonst auch immer, das immer von jedem. Ja, jetzt Folge 14, heute war Folge 3 zum Beispiel. Morgen wäre dann bei Shadow of Tomb Raider Folge 15 und bei Assassin's Creed Odyssey Folge 4, dass wir den Tomb Raider abschließen können und dann weiter mit Assassin's Creed machen können. Ja, bis dann das nächste Game rauskommt und ja, was ich dann auch vorstellen würde. Genau, weil letztes Mal bei der Schäben Levin, jetzt kommen auch wieder die Erinnerungen zurück, dass wir in den Bergtempel hier sind, dieses Tor öffnen müssen, um die Königin reinzulassen. Aber wir müssen natürlich auch versuchen, unsere Friends hier leise auszuschalten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Haben die jetzt erst gesehen? Ich glaube nicht. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Wie war das mit leise? Egal, Hauptsache, wir können das Tor öffnen, wie wir es gemacht haben, ist doch völlig wurscht. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Er könnte. Ich find's krass, dass der mich durch den Rauch gesehen hat, der Typ. Ja, also das war schon. So, ich meine, du hast eine Rauchbombe und nutzt sie eigentlich, um dich im Rauch zu tarnen. So, und dann kriechst du da außen lang und wirst dann auf einmal entdeckt, so, wo ich mir so denke, alles klar. Thermalsicht haben sie auch, ja.
meine, vom Zeitalter wird es ja passen, aber wenn du in so einem Buschdorf lebst, ich glaube nicht, dass du denn da Thermalvisiere von der Armee hast. Naja, egal. Die Frage ist jetzt halt, jetzt bin ich ja selber gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Beben ein gutes Zeichen war. Anscheinend nicht. Oh, ich glaube, das war jetzt wieder. Natürlich, Erik. Wieder nicht ordentlich nachgedacht. Egal. Ja. Jonah. Wie geht's Ashley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu,
was du tun musst. Danke. Das Auge der Schlange, das ist es. Hat sie jetzt richtig reagiert? Wie hätte ich in der Situation reagiert? Ach, ich weiß nicht. Ach so, ja. Okay. Ey, das sieht so geil aus, diese Spielwelt. Scheint ein Tempel zu sein. Allein schon für das Aussehen lohnt es sich, dieses Spiel zu kaufen. So Hammer, wirklich. Alles klar. Hoffentlich ist Onoratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle. Schütze des Pumas. Nach der Wundheilung im Kampf widersteht sie kurzzeitig dem Schaden durch den Feind. Ah, eigentlich genug. Hoffentlich ist sie okay. Okay, ich habe keinen Einer mehr. Dieser Käfer verfügt in Chemikalien, die bei der Herstellung von tödlichen Nervengiften nützlich sind, Ölkäfer. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paetitianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer überkräftigen Muskeln, gespannten, straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft? Fragte er weiter. Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere?
Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Gute Frage. Von wem sind die? Weder Maya noch Inka. Eine neue Gruppierung, die Maya Inka. Das Wasser sieht doch voll schön aus. Was ich auch gut finde, man muss hier viel tauchen. Und das macht die ganze Sache natürlich noch interessanter, wenn du hier so einen Tempel unter Wasser hast, so. Viel mit Luftblasen arbeiten musst, um ja, überleben zu können. Ah, jetzt weiß ich, von wem die sind. Stimmt. Fuck. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Also, nochmal. Da oben.
Herausforderungsgrab. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Eigentlich würde ich das Herausforderungsgrab erkunden gehen. Ach, von dir komme ich ja. Ich suche mal jetzt das Herausforderungsgrab erstmal. Scheiße, gibt's hier wohl eine Luftblase? Ja, okay, ich hab's gefunden. Scheiße, zu lange da gewartet. Luftblase, Luftblase. Oder so. Aber bin ich jetzt immer noch da, wo ich hin sollte? Frage, wo auch immer ich bin.
Really, Nigga. Irgendwie sind die Herausforderungsräume hier schwer zu finden. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade hinlaufe, ja, also. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Skulptur eines Menschen zu sein. Das Ding sollte Leute drinnen halten und nicht draußen. Ich muss die Barrikade überwinden. Ich muss die Barrikade überwinden. Krass. Ja, das Spiel wird immer interessanter. So könnte ich reinkommen. So. Okay. Gelangen.
Wie gelangen wir jetzt zum Bug? Gute Frage, nächste Frage. Ja, gut. Wir sind mit der Zeit jetzt leider voll. Aber wir gucken in der nächsten Folge weiter, wie wir auf der spanischen Galeone zu Bug vorrücken können, um natürlich hier die Öffnung zu, oder das Kapitänshaus zu öffnen und uns dort ein bisschen nicht umzuschauen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich wollte eigentlich mit euch die Herausforderungsgräber machen. Ich finde auch irgendwo immer den Eingang. Aber irgendwas ist dann, wo ich dann falsch laufe und zack, sind wir dann wieder in der Hauptstory drin. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich mit euch die Herausforderungsgräber nicht machen kann. Das war auf jeden Fall bei Rise of the Tomb Raider viel, viel leichter. Und ja, das haben sie ein bisschen verkackt bei dem Game, muss ich sagen. Und ja, aber nichtsdestotrotz, cooles Spiel. Auf jeden Fall richtig geil gemacht. Mal gucken, wer die Viecher hier sind, weil es sind keine Maya, es sind keine Inka. Was sind es dann? Sind es die spanischen Seeleute, die sich hier jetzt verschanzt haben und total wahnsinnig geworden sind, weil sie halt keine sozialen Kontakte hatten außer sich selbst? Aber wie haben sie sich vermehrt über diese Tausende, die sie da unten schon sind? Ne? Also das ist so, ja, noch viele Fragen, viele Rätsel, die wir noch erkunden müssen. Und das werden wir alles in den nächsten Folgen machen. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch ein Abo, falls ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dem Geheimnis auf den Grund. Tschüss, bis dahin.